Bei Blindem Fußball haben wir vier Feldspieler. Die sind alle komplett blind. Die einzigen, die im Blindenfußball sehen können, das sind die Torhüter und Guides. Es gibt den Hintertorguide und es gibt den Mittelguide und natürlich den Defensivguide, das ist der Torhüter. Also der Hintertorguide guidet den Angriff, der Mittelguide, was meistens der Trainer ist, guidet das Mittelfeld und der Torwart ist eben dazu da, die Abwehr zu guiden. Beim Fußballspiel braucht man Tore, ein Spielfeld, einen Ball, der ein Geräusch macht, damit man ihn hören kann. Wir brauchen, damit die Fairness gewahrt ist, eine Dunkelbrille. Jeder Spieler muss eine Dunkelbrille tragen, weil blind ist nicht gleich blind. Und einfach um gleiche Verhältnisse zu schaffen, werden alle Spieler halt verdunkelt. Dann haben wir Kopfschützer in Deutschland. Das ist auch für Anfänger gut, reinzukommen. Wir haben Seitenbanden, die beim Blindenfußball Regel sind, damit der Ball möglichst länger im Spiel bleibt und nicht über die Seitenlinie rausgeht. Der Ball ist besonders, weil er rasselt. Und der ist so groß wie ein Futsal, also ein kleinerer Fußball, und er ist etwas schwerer. Das Spiel dauert 2x20 Minuten plus eben 2 Timeouts. Und bei jedem Foul, Ecke, Freistoß wird die Zeit angehalten. Eigentlich gibt es bei uns keine Besonderheit der Auswechsel. Man kann so oft und so viel wechseln, wie man möchte. Fußball ist ein Zielschussspiel. Das Ziel muss ich wahrnehmen können. Und dafür haben die Spieler einen Helfer. Hinter dem Tor steht ein Guide, ist ein Rufer. Und der sagt einem, wie weit man vom Tor entfernt ist und wann man schießen soll. Also ich rufe quasi die Mitte an. Ich rufe auch 10 Meter, 8 Meter. Das heißt, es gibt immer ein Geräusch von hinterm Tor. Das heißt, das Tor dürfte man eigentlich nicht überhören. Und man klopft mit dem Stein oder mit dem Ring immer die Pfosten ab. Voy bedeutet, Vorsicht, ich komme. Ein Spieler ohne Ball ist nicht hörbar. Deshalb muss er sich 3 bis 5 Meter vor dem Spieler mit Voy melden. Auf dem Platz ist das Miteinander natürlich sehr viel Kommunikation, ist wichtig eben. Oder wenn man einen Spielzug ansagt, irgendwie tödlich oder Diagu oder irgend solche Codewörter. Also vor jedem Spiel, was wir machen, setzen wir uns natürlich zusammen und richten uns auf unseren Gegner ein, weil einfach jedes Team auch unterschiedlich ist. Da gibt es verschiedene Aufstellungen. Also es gibt von der Raute Y, umgedrehtes Y, T. Viele verschiedene Systeme. Da geht es auch darum, dass man die richtige Taktik wählt. Das macht auch die Faszination vom Blindenfußball aus. Dass du halt ganz kurze Umschaltmomente hast, in denen dann auch wieder ganz schnell Torszenen entstehen. Blindenfußball ist eine Wettkampfsportart, ist ein paralympischer Sport. Und es gibt nur eine einzige Liga. Also du kannst, wenn du Blindenfußball spielst und gut genug bist, spielst du sofort in der Bundesliga. In der Bundesliga gab es mal 9 Teams, mittlerweile sind es nur noch 6. Eigentlich spielen wir Hin- und Rückrunde und danach Playoffs. Also Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter, Fünfter gegen Sechster. Dieses Jahr wegen Corona machen wir es so, dass wir eine Hinrunde spielen und dann die Playoffs, damit wir nicht ganz so viele Spieltage haben und das zeitlich sich noch durchsetzen lässt und dass die Liga auch gespielt werden kann dieses Jahr. Das war fest! DKB, das kann Bank.